Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Die beiden Schwesternparteien CDU und CSU haben sich nun verständigt auf einen, wie ich finde, faulen Kompromiss. Dort ist von einem Richtwert von 200.000 Menschen, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden, die Rede. Und ich finde, hier sollte man nicht drum herumreden. Dieser Richtwert ist de facto eine Obergrenze. Das ist ein klarer Angriff auf das Grundrecht auf Asyl. Alles andere ist Augenwischerei. Das ist vor allen Dingen ein zynischer Versuch beider Schwesternparteien, jetzt der Öffentlichkeit vorzugaukeln. Sie hätten eine Lösung gefunden für Probleme, die diese Regierungspartei mit zu verantworten hat. Über viele Jahre hinweg wurde die Dringlichkeit der Fluchtursachenbekämpfung auch von der CDU als Regierungspartei ganz klar immer wieder ignoriert. Es wurden weiter unter der Kanzlerschaft in der CDU, also von Angela Merkel, Waffen in Krisengebiete exportiert. Entwicklungsländer wurden ökonomisch weiterhin geknebelt, unter anderem durch diese Freihandelsverträge, die ihnen aufgedrückt wurden. Kurzum, diese Regierung trägt auch mit die Verantwortung dafür, dass woanders Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Und das Schlimmste ist es auch unter der Regierung Merkel, der Begriff Fluchtursachen bekämpfen noch richtig korrumpiert wurde. Weil wenn diese Partei jetzt inzwischen und Angela Merkel von Fluchtursachenbekämpfung spricht, dann meint sie damit meistens nur Komplizenschaft mit fragwürdigen Despoten in Nordafrika, aber mitnichten die Behebung der wirklichen Fluchtursachen, die Menschen also dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Diese Obergrenze, die nun Richtwert heißt, ist also nicht nur ein Angriff auf das Recht auf Bewegungsfreiheit, ist nicht nur ein Angriff auf das Grundrecht auf Asyl, es ist natürlich auch ein Angriff auf das, was mal die grüne Grundüberzeugung ausgemacht hat. Und insofern muss man sagen, wenn es bei dieser Obergrenze unter dem Titel Richtwert bleibt, wird Jamaika nur möglich sein, wenn die Grünen ihre Grundüberzeugung über Bord werfen und darunter auch die einzige rote Haltelinie, die sie im Wahlkampf aufgemacht haben. Erinnern wir uns, Cem Özdemir hat im Wahlkampf noch mal klar unterstrichen, mit uns wird es keine Obergrenze geben. Und nur weil das Ding jetzt anders benannt wird, nämlich Richtwert, heißt das doch nicht, dass die Probleme damit kleiner werden. Also das heißt, entweder die Grünen schmeißen all ihre Werte und Überzeugungen über Bord, oder Jamaika wird scheitern. Und das bringt uns ja nochmal vor eine gesellschaftlich mal sehr spannende Situation. Weil wenn die Jamaika-Verhandlungen scheitern, wird es entweder doch nochmal in der SPD ein Umdenken geben, dass eine große Koalition beginnt, oder es stehen Neuwahlen an, oder wir müssen womöglich über ganz ungewöhnliche, bisher vielleicht unvorstellbare Regierungsmodelle nachdenken. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, dass ich bereits am Wahlabend gesagt habe, in so einer gesellschaftlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, muss man auch wirklich noch mal ein Modell wie, dass es auch in der Opposition eine Zusammenarbeit für das fortschrittliche Lager gibt, ganz anders diskutieren und dass Minderheitenregierungen, die bisher zugegebenermaßen für Deutschland unvorstellbar sind, da gibt es hier keine Tradition. Aber wenn wir Neuwahlen verhindern wollen, ist das vielleicht am Ende eine Variante, über die wir viel stärker hier diskutieren müssen. Zu dem 10-Punkte-Papier der CSU. Die CSU perfektioniert mit diesem 10-Punkte-Papier nochmal die Rechtsverschiebung der CSU. Da werden wieder bombastische Begriffe aus der Mottenkiste herausgeholt. Patriotismus, Heimat, Leitkultur. Diese bombastischen Begriffe lösen zwar sehr aufgeregte Debatten aus, aber sie lösen keins der strukturellen, der sozialen Probleme, die der Verunsicherung zugrunde liegen. Deswegen bin ich der Überzeugung, mit diesem 10-Punkte-Papier passiert wieder nur eins, nämlich ein Ablenkungsmanöver von den wirklich dringenden ökonomischen und sozialen Veränderungen, die anstehen. Also nur weil man an Leitkultur appelliert, ist noch keine Rentnerin vor Altersarmut geschützt, um nur ein Beispiel zu nennen. Also ich finde, wenn man den Rechtstrend stoppen möchte, wir als Linke wollen das, dann muss man den Nährboden entziehen, dann muss man ran an die Ursachen. Und ich sage das nicht, weil es irgendeine Entschuldigung dafür gibt, dass man zum Rassisten wird. Aber wir wissen doch, dass Ängste vor der Zukunft, ökonomische und kulturelle Verlustängste quasi im Hintergrund stehen. Nun heißt es in den Medien so schön, konservativ ist das neue sexy. Konservativ meint doch aber auch, es geht weiter mit einer Politik, die auf Ängsten basiert und auf sozialer Spaltung basiert. Und ich muss sagen, eine Politik, die auf sozialer Spaltung beruht,
Die empfinde ich wahrlich nicht als sexy. Das erinnert doch eher an Sadomasochismus, nur mit einem Unterschied. Bei SM gibt es am Ende ein Codewort, womit das Spiel mit dem Ängsten dann auch aufhört. Das ist hier aber nicht der Fall. Und deswegen meinen wir, dieses 10-Punkte-Papier der CSU liefert keine Antworten auf die dringenden Zukunftsfragen. Ist aber wieder ein Griff in die Mottenkiste und wird am Ende die Partei ganz rechts außen nur noch stärken. Zur Zuspitzung in Katalonien. Ich finde, was sich in Spanien zuspitzt, ist vielleicht auch ein Ausdruck davon, dass wir generell eine Krise der repräsentativen Demokratie erleben, eine Krise der Repräsentation. Deswegen würde ich das nicht nur als ein rein spanisches Problem betrachten, sondern schon auch sagen, das ist ein Ausdruck für grundlegendere europaweite Tendenzen. Und die Verantwortlichen in der EU handeln unverantwortlich, wenn sie das allein zu einem innenpolitischen spanischen Problem erklären. Wir als Linke sagen ganz klar, es braucht jetzt eine Deeskalation und eine politische Lösung. Jeder weitere Schritt in Richtung Repression verschärft das Problem nur. Und es braucht natürlich neutrale Vermittler. Und wir als Linke fordern das nicht nur ein, in Papieren, auch gemeinsam mit europäischen Linken, sondern wir haben auch selber parlamentarische Beobachterinnen vor Ort, die schauen, was dann an Repressionen passiert und da ihren Beitrag zur Deeskalation der Lage leisten. Soweit von meiner Seite.